Hey, hui, ja, und die meisten, also ich merke es echt bei meinen Minecraft-Let's Plays, fragen mich irgendwie die Leute immer noch oder immer wieder, wie das Texture Pack heißt, was ich hier verwende. Das ist das Texture Pack von dem guten Herr Sommer. Beziehungsweise der Sommer heißt er auf YouTube. Und ja, er hat jetzt auch angefangen mit Let's Play Minecraft zu machen. Sieht auch ganz interessant aus. Und auf jeden Fall, ja, das ist das Texture Pack von Herr Sommer. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich schon vergessen. Ja, das ist das Texture Pack von Herr Sommer. Jetzt weiß es hoffentlich jeder. Ich glaube, ich habe es jetzt genug erwähnt. Ich werde das, glaube ich, auch mit in die Minecraft-Beschreibung, also in die Videobeschreibung in Zukunft mit reinnehmen, weil das werde ich echt fast jede Folge gefragt. Ja, ganz so übertrieben jetzt vielleicht nicht, aber so ungefähr kommt das schon hin. So. 1, 2. So, ich mache mal noch eins weiter hinter. So, und dann haben wir doch schon ein recht großes Lager, möchte ich meinen. Und dann schauen wir mal. Und dann haben wir auch schon wieder recht viele Cobblestones, möchte ich meinen, vor allem. So. Ach ja, und was ich auch noch sagen möchte, ist, da ich ja auch auf Facebook vertreten bin, wie der ein oder andere vielleicht weiß oder noch nicht weiß, derjenige weiß es jetzt. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen auf meine Facebook-Seite Kelturio. Da werdet ihr auch immer versorgt mit den aktuellen Neuigkeiten, mit neuen Videos und so weiter und so fort. Da seid ihr einmal auch auf dem neuesten Stand. Kann ich euch nur empfehlen, dass ihr mich dort auch abonniert. Beziehungsweise Like, da reicht ja schon das Liken. Abonnieren geht da ja weniger. Ja, wäre auf jeden Fall cool, denn dann könnten wir uns auch im Facebook immer schön unterhalten und schön plaudern. Je nachdem. So, hier 2, 1, 2, 3. Soll ich das nochmal 3 nach hinten machen? Na, dann wird's. Ah, ich glaube, das reicht schon. Das sollte irgendwie reichen. Ich habe mir gedacht, wenn man dann zum Beispiel hier eine Kiste hinpackt. Ist natürlich auch eine Frage, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, packen wir hier zwar eine Doppelkiste hin. Dann hier eine Doppelkiste, frei. Doppelkiste, frei. Das ist irgendwie nicht ganz symmetrisch, hä? Wenn ich hier sage, am Rand, Doppelkiste, frei. Doppelkiste, frei. Doppelkiste, frei. Doppelkiste. Ja, dann wird es passen. Jetzt könnte man auch alternativ noch eins weiter hier hinten kicken. Den Raum. Wäre natürlich auch eine Idee, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ist natürlich die Frage, wie wir das dann bauen zum Beispiel. Wenn wir jetzt sagen, okay, hier kommt eine Kiste rein. Die Kisten haben ja die Angewohnheit, dass man... Ach, jetzt habe ich sie schon rausgenommen. Die hatte ich doch hier in die Kiste gepackt, die Kiste. Jawohl. Nehmen wir es mal raus. Die Kisten haben noch die Angewohnheit, dass wenn Blöcke drüber sind, sie nicht aufgehen, sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das war klar irgendwie. Das ist scheiße. Zack. Ich glaube, da müssen wir hier freilassen. Dann könnten wir da noch eine Kiste draufstellen. Wie ist das eigentlich? Ich probiere mal hier ein bisschen rum mit Half-Steps. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was einrichten. Wobei ich bezweifle es fast. Wo hatte ich denn die jetzt? Hier hatte ich die Half-Steps. Nehmen wir mal so. So, wenn die Kiste jetzt da drin steht, würde es ja funktionieren, glaube ich. So. Ja, dann geht sie auf. Da könnte man ein Schild dran machen. Hier könnte man dann freilassen. Was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, die Kiste hier nehme ich erstmal wieder mit. All die verwende ich jetzt zum Testen. Wenn man jetzt hier einen Half-Step dran klatschen, können wir dann darauf eine Kiste stellen? Ne, die fliegt dann so komisch und geht auch nicht auf. Das ist ja eigentlich logisch. Half-Steps haben ja diese Angewohnheit, diese komische Angewohnheit. Wie macht man denn das dann? Weil wenn ich sie da oben drauf stelle, das heißt, ich müsste da freilassen. Und dann könnten wir zum Beispiel da die Kiste raufstellen. Dann geht sie auf und da unten geht sie auch auf. Okay. Ja, ich würde sagen, das können wir ja mal schon so weit vorbereiten.
Da müssen dann natürlich die entsprechenden... Ah, da komme ich jetzt nicht hin. Verdammte Axt. So. Da müssen dann natürlich dann noch die entsprechenden Steinchen rein. Ja, ich nehme die Kiste jetzt mal weg. Wisst ihr was? Das bereiten wir erst einmal nur so sporadisch vor. Das Ganze machen wir dann natürlich auch hier hin. So. Ah, okay, baue ich mir hier ein bisschen was runter. So. Und dann baue ich mir hier mal zu. So, und dann hätten wir das Ganze auch noch für da oben. So, dann kommt da eine Kiste hin. Und dann wieder hier ein Kistchen. Na, kommen wir da nicht ran? Ach Mensch, das ist ärgerlich. Und dann da oben ein Kistchen. Und dann hier wieder ein Kistchen. Oh, da geht's wohl runter. Okay. Haben wir den Raum hier auch schon in der maximalen Breite ausgenutzt, schätze ich mal. Moment, ich gehe mal kurz gucken. Looky, looky machen. Oh ja. Da haben wir schon ganz schön ausgenutzt hier. Sollte man vielleicht ein bisschen zubauen. So, und die Richtung hier irgendwie. So passt das ja. So, da noch zu. Klatsch, weg den Mist. Oh. Und da hinten kommen auf jeden Fall dann noch andere Blöcke. So, hätten wir das. Dann hätten wir hier schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kisten parat. Das sieht doch schon ganz interessant aus. Für ein Lager. Okay. Das Ganze können wir dann natürlich auch hier noch machen. So, aber jetzt muss ich erstmal warten, bis wir ein paar neue Cleanstones haben. Ist denn der Ofen schon fertig? Wie weit ist denn der? Okay, hier haben wir. Und hier haben wir. Das ist schon mal hervorragend. Dann können wir mal die ganzen... die ganze Koppelei hier schon reinlegen. Ach, hier war ja voll. Wie wunderbar. So, da packen wir mal 10 Erde rein. Da auch. Hopp, 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 hopp. Und dann machen wir uns mal ein paar neue Ziegelsteine, wie die jetzt so schön heißen. Bumm, da hätten wir. Dann daraus auch noch ein paar. Bumm, hier noch ein paar. Bumm, da geht noch was. Und jetzt geht nichts mehr. Erstmal geht jetzt nichts mehr. So, dann rüsten wir hier mal aus, würde ich sagen. Einmal diesen und diesen. Jawohl, jetzt kommt das auch vorgesprungen. Okay, es wird gleich vorgesprungen kommen, nehme ich an. Ah, da haben wir dich. So, dann hier diesen natürlich noch. Diesen, diesen, diesen und diesen. Die Kiste draufstehen, glaube ich, sollte auch auf so einem Teil. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ja, nee, doch, ich komme noch hoch. Wollte schon sagen. Ah, nein, jetzt kommt der Kelturio bestimmt nicht mehr hoch. Doch, kommt da. So leicht geben wir dann nicht auf. So. So, dann ziehen wir hier erstmal diese Leiste rüber, würde ich sagen. Bam, 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 bam. Und zack, 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 zack. Zackig, zackig. So, dann machen wir hier. Und da. So, dann ist das Ganze schön, da auch. Da brauchen wir, ja, ich glaube, da brauchen wir auch diesen. Na, jetzt wirst du. So, damit man da ja nicht von der Seite aussieht, dass wir irgendwie hier rumgepfuscht haben. Das soll ja richtig gut aussehen als Lagerräumchen. So, da oben natürlich auch noch den und den und dafür den und den rein. Das müssen wir dann natürlich auch mit der Decke machen, aber immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. So, ach, wisst ihr was, damit es hier einfacher geht, ich zimmer erstmal die Leiste hier weg, weil da muss ja sowieso dann auch so Zeug rein, Ziegelsteine. Dann hier den, 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 den und den. Hopp, 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 hopp. So, dann hopp und hopp. Und hopp und hopp. So, hopp, 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 hopp.
Ach so, und für den einen oder anderen von euch, nachdem ihr jetzt das von Facebook erfahren habt, dass ich ja auch bei Facebook bin, genauso bin ich nämlich auch bei Steam vertreten. Da ist auch der liebe Let's Go Mining dabei, schon unter anderem. Da ist es so, da habe ich eine Steam-Gruppe aufgebaut und die nennt sich German Let's Player Fraction und da kann im Prinzip jeder beitreten, dem Let's Plays gefallen, der Let's Plays guckt, beziehungsweise auch die Leute, die selber Let's Plays machen. Und das wäre doch schön, oh, jetzt habe ich da hinten einen hingebaut, das wäre doch auch schön, wenn sich auch diese Gruppe weiter vergrößern würde, sodass man mehr miteinander kommunizieren kann und vielleicht den ein oder anderen neu kennenlernt. Kann ich jedenfalls auch nur empfehlen. So, dann hier noch. Und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte noch. Und diese Geschichte. Und diese Geschichte. Oh, okay. Da setze ich erstmal da was rein. Na. Okay, dann nehmen wir den nächsten Stack. Wir hatten doch noch ein paar. Jawohl. Da und da. Okay. Und euch da oben wollen wir auch noch. Dich einkriegen wir natürlich auch noch. Wunderbärchen, Popärchen. So, dann mache ich mal hier zu. Und dann sieht das Ganze doch schon etwas gemütlicher aus. Hier natürlich die Erde noch weg. Die Erde muss weg. Die Erde muss weg. Ich glaube, das da brauchen wir gar nicht. Ja, das, was wir jetzt hören, werden wohl die Zombies draußen sein. Es wird wohl wieder Nacht sein, nehme ich an. Klingt mir fast so. So, und jetzt tun wir die noch weg und zimmern da die Wand dann rein. Und dann den Fußboden und die andere Wand natürlich noch. Ja. Jo. Wobei man irgendwann, wenn man lustig ist, das Lager auch vergrößern kann, aber dann in die Richtung, weil hinter uns ist ja bereits der Abgrund, der tiefe Schlund des Berges, auf dem wir uns befinden. So, und so bauen wir uns doch hier nach und nach jetzt ein gemütliches kleines Lager. Hopp. Hui. Du. Und jetzt geht die Axt gleich kaputt. Bam, da war's. Okay. Dann nehmen wir die nächste. Wir haben ja Vorrat. Ist doch alles kein Problem mehr. Ist doch alles kein Problem mehr. So. Na, da und dahin natürlich auch. Zack, und hier und hier und hier. Und übrigens rechts bei, das zeige ich euch dann nochmal. Rechts, wo wir unser Haus haben. Also, wir haben unser Schloss. Stellt euch mal vor, wir stehen jetzt vor unserem Schloss. Das zeige ich euch dann nochmal. Und rechts auf der Seite, wo ich jetzt so viel Erde abgetragen hatte, da ging es doch so in Treppenform, sag ich mal, weiter nach oben. Da habe ich mir überlegt, könnte man eine Weizenplantage hinmachen, eine automatisierte Weizenfarm, indem wir mit Wasser arbeiten und die nach oben hin aufbauen, weil das bietet sich da an, denke ich. Und da dürfte auch der Platz genug sein. Und dann können wir hier noch ringsrum um die Weizenplantage und Co. dann unser mittelalterliches Dorf bauen, unser Burgendörfchen. Und oh ja, da bin ich schon sehr gespannt, wie das Ganze wird. Und einen Marktplatz und was es nicht alles so noch geben kann in einer mittelalterlichen Burgfestung und die Häuser drumherum. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wie ein klitzekleiner Flitzebogen. So. Setzen wir das jetzt zu. Ja, okay, fast. Nein! Ach. Ich mach wieder Mist. So. So, dahin und dahin. Oh, jetzt waren schon wieder die Ziegelsteine alle. Nein, wir haben keine mehr. Einen habe ich noch ergattern können. Aus dem Sommerschlussverkauf. Moment, ich muss mal kurz husten.
So. Des Husten vorüber. Und hier sollten wir unbedingt mal Kohle wieder reinpacken. Haben wir denn noch Kohle? Och Mensch, sag bloß, wir haben jetzt keine Kohle mehr hier. Hör auf, mich zu verarschen. Haben wir keine Kohle mehr? Ja toll, 7 Kohle. Fackeln haben wir einen ganzen Arsch voll, aber Kohle? Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wir sollten das später weiterbauen, denn es sieht ganz so aus, als dürften wir uns dann erst einmal auf Höhlentour begeben. Ich gucke nochmal oben in die Kiste. Wir haben ja auch noch oben eine königliche Chest stehen, nicht wahr? Aber ich glaube, hier war keine Kohle drin. Hier sind Schienensysteme drin und Sand, Erde, Dirt. Den Dirt nehme ich mal mit, der gehört hier nicht rein. Da haben wir jetzt unten unsere Kisten für. Ach, und hier können wir uns übrigens auch noch ein Tischchen hinstellen. Habe ich so als Verbesserungsvorschlag bekommen. Beziehungsweise, was ich auch als Verbesserungsvorschlag bekommen habe, ist, dass wir das Schloss nicht aus solchen Ziegelsteinen machen, sondern aus weißer Wolle. Das sieht dann eher marmorähnlich aus. Aber ich denke mal, das müssen wir an einer Seite mal testen. An einer Seite des Schlosses, wie das Ganze aussehen würde. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache. Wobei ich ja nicht weiß, immer mit Dingens Kirchen hier, also mit Wolle. Weil Wolle muss man natürlich aufpassen, ist auch sehr entzündlich und nicht gerade robust. Und wir können ja mal schauen, ob wir hier unten noch Kohle haben, aber ich bezweifle es schon fast. Hoi, hoi, hoi. Oder so ein Schloss aus Sandstein sähe vielleicht auch ganz gut aus, überlege ich mir gerade so. Da müssten wir nur in die Wüste gehen, da können wir genug Sand abtragen und das innerhalb von kürzester Zeit. Ach, hier haben wir auch nur Erde. Holz haben wir noch eins, das können wir mitnehmen. Schienen nehme ich mal mit. Papier, Goldbarren. Zuckerrohr haben wir hier, Setzlinge haben wir hier, Pfeile haben wir hier. Ich nehme hier mal alles mit. Spinnenaugen. Eieiei, guck mal einer an. Schießpulver, ich glaube die Spinnenaugen, die waren doch auch zu irgendwas Nutze. Da frag mich nicht mehr zu was, hey. Feder, Faden, Kaktus, Hebel. Druckplatte. Okay, nehme ich mal alles mit. Haben wir hier noch was im Ofen? Kohle irgendwie? 17 Kohle, das ist gut. Ah. Scheiß Hebel, die brauchen wir nicht. Können wir neu machen. Hier haben wir auch noch 10 Kohle, das ist gut. Ja, haben wir immerhin schon mal 27 Kohle wieder. Das ist immerhin etwas. So. Da können wir ja noch ein bisschen weiter bauen. Beziehungsweise ich würde sagen, wir gehen dann einfach gleich mal auf Höhlentour, weil wir waren jetzt schon länger nicht mehr auf Höhlentour. Und ja, erstens, wir waren schon... Ah, guckt mal an, hier ist alles platt gemacht worden. Hier oben entsteht dann die ganze Stadt, müsst ihr euch vorstellen. Ach, ich denke, das wird schon richtig cool werden. Ja, wir werden dann gleich mal... Moment, ich muss mir kurz an der Nase jucken. So. Dann gleich mal auf Höhlentour gehen. Weil wir da schon länger nicht mehr waren, wie ich eben schon erwähnt habe. Und das sollten wir nicht vernachlässigen. Hier haben wir Strings. Federn, von wem kriegen wir denn Federn? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Feder her habe. Um Herrschaftszeiten nochmal. Druckplatte, Kaktus. Der kann mal mit hier hin. Ja, und der kann mal mit hier hin. Schießpulver haben wir hier. Spinnenaugen haben wir hier auch schon. Vergammeltes Fleisch sowieso. Kakaobohnen haben wir noch nicht. Die tue ich mal dahin. Was ist das? Kürbissamen. Na, guckt mal an. Samen, Kakao. Okay, hier. Noch ein paar Setzlinge und Nadelbäume. Und Zuckerrohr haben wir natürlich auch. Das tue ich mal mit dahin. Das wird hier unsere kleine Pflanzenkiste. Das passt ja perfekt zur Küche, würde ich sagen. Pflanzen und Küche. Druckplatte haben wir da. Chest lasse ich mal hier. Kohle nehmen wir mit. Bogen haben wir, Stab haben wir, Fackeln haben wir. Die können wir jetzt sogar stacken. Den Zaun lasse ich auch erstmal hier. Stein lasse ich auch erstmal hier. Da haben wir hier 14 Stein. Holz, okay. Und Essen natürlich. Essen ist immer gut und nützlich. Ach, hier die Pfeile.
Ah ja, die Pfeile kommen in die andere Kiste mit rein. Hier habe ich so ein bisschen die Monstersachen mit aufbewahrt. Schaufeln haben wir. Wir sollten uns auf jeden Fall mal das Eisen nehmen und auch Stickies. Ich nehme mal die Stickies hier. So, Eisen. Wir sollten uns auf jeden Fall neues Werkzeug machen, wenn wir auf Höhlentour gehen wollen. Auf jeden Fall zwei Spitzhacken, würde ich sagen. Eins, zwei. Schaufeln sollten wir genug haben, aber ich mache noch mal eine, da die andere schon fast kaputt ist. Und eigentlich möchte ich mir auch ein neues Schwert machen, da ich ja nicht weiß, wie lange unseres noch hält. Und das soll's erstmal gewesen sein. Jawohl. Dann tun wir das Eisen mal wieder hier rin packen. Dann tun wir mal die Stickies hier, nehmen die 14 Stickies mit, das sollte reichen. Brote haben wir 18 Stück. So, hier Schienen. Schienen. Hatten wir nicht hier auch Schienen? Oder irgendwo hatte ich doch... Ach nee, ich glaube, ich hatte oben Schienen in der königlichen Truhe. Die tue ich jetzt einfach mal mit hierher packen. Die Schienen, die Steinziegelplatten können auch mal hier warten. Und die Erde nehmen wir erstmal mit. Und Pfeile können wir natürlich brauchen. Wenn wir schon Pfeil und Bogen dabei haben, sollten wir natürlich auch die Pfeile nicht vergessen. So, und ich würde sagen, den Bogen, den tue ich mal hier hin. So. Ja, das passt doch. Das passt doch. Ja, Raum hier, wir sagen erstmal Tschüss, ne? Wir gehen erstmal ein bisschen auf Tour hier, würde ich sagen. Ein bisschen auf Tuchfühlung gehen wir. Und schauen mal, was wir denn so finden werden. Wobei, hier oben sollte ich vielleicht gar nicht lang gehen. Oder gehen wir einfach mal in die Richtung, würde ich sagen. Mal schauen, ob wir irgendwas finden. Irgendwie ein Höhlchen. Lalalalala. Oh, hier geht's... Aua, geht's steil rund. Was ist das denn? Oh, hier haben wir Lava. Gleich ein kleines Höhlchen mit Lava entdeckt. Auch nicht schlecht, aber kein großes Höhlchen. Das bringt uns nicht groß weiter. Aua, aua, aua. Oh, das wird wehtun. Nee, das kann ich doch nicht bringen. Können wir uns hier irgendwie runterbauen? So, hier am Rand, am Wegesrand entlang vielleicht. Ja, gut, dass wir die Erde mitgenommen haben. Nein! So. So. Und so. Und so. Und so. Ja, dann sind wir doch schon hier unten angelangt. Fantastico-matico. Und ich nehme mal lieber das Schwert in meine Hand, weil hier unten ist es immer überall so dunkel. Oh, da haben wir auf jeden Fall Kohle schon mal. Wow, was haben wir denn hier? Okay, da ist keine Höhle oder so. Oh, hier haben wir Kohle. Dann nehmen wir mal die Spitzhacke zur Hand. Und graben die Kohle hier aus. So. So, weil Kohle brauchen wir mittlerweile wieder ganz dringend. So, da und da und da. Ja, schön, dass es hier so viel Kohle gibt. Ach, haben wir gleich einen Durchbruch erzeugt hier. Auch nicht schlecht. So. So. Hätten wir das. Hätten wir schon mal die kleine Kohle. Okay, da oben kommen wir jetzt schlecht hin an die Kohle. Aber ich würde sagen, grundsätzlich könnten wir eigentlich schon mal in die Richtung da hinten gehen. Oh, hier ist es dunkel. Wow, 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 wow. Ich würde sagen, ich setze hier mal ein paar Fackeln hin. Weil hier ist es grundsätzlich immer so dunkel. So, und dann ist es hier einfach etwas heller, erleuchtet. Und hier hören wir einen Zombie. Also muss hier ja irgendwie eine Höhle sein oder so. Ich nehme erstmal die Kohle hier wieder mit. Und ich habe einen Enderman gehört. Nein!